Zwei Tage Körde Zukunft. Ein sehr beeindruckendes Erlebnis mit vielen Menschen, die hier leben, arbeiten, sich ehrenamtlich engagieren, über die Zukunft eines spannenden Stadtteils zu sprechen. Und dieser Stadtteil Körde hat wahrhaftig viele Perspektiven. Nah an der Innenstadt gelegen, ein wunderbares Naturumfeld, aber eben auch viele Herausforderungen. Hier wird quasi wie in einem Labor das Miteinander unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Sprachen gelebt. Hier wird auch daran gearbeitet, wie man sich noch besser zusammen organisieren kann. Wir sind froh, dass wir viele Menschen gestern sprechen konnten, Ideen entwickeln konnten, an Thementischen weiter erarbeiten konnten. Wir haben einen Stadtteilspaziergang gemacht, haben uns verschiedene Projekte angeguckt, haben uns auch Störungen angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie das neue Stadtteilhaus aussehen wird, wie einmal die Grünfläche am Hamannplatz aussehen wird. Aber wir haben auch Häuser gesehen, in denen sich Vermieter überhaupt nicht mehr um die Häuser kümmern, in denen Menschen darunter leiden, dass der Keller verdreckt ist oder gar warmes Wasser nicht fließt. Wir haben Müllprobleme gesehen. In einer Vielzahl unterschiedlicher Kräfte, der Ehrenamtlichen vor Ort, der Verwaltungsspitze, der Stadtverwaltung, aller wichtigen Vertretenden des Stadtkonzerns, der Polizeipräsidentin mit ihrem Personal, mit dem Ordnungsdienst, haben wir Körde so ganzheitlich angepackt, wie wir es noch nie gemacht haben. Und heute bei der Sprechstunde für die Menschen, die sich für Körde interessieren, kamen auch noch mal ganz interessante Anregungen zum Ausdruck. Einmal noch mal dieses Literaturcafé, ein Café, in dem Vorlesungen vorgenommen werden in 14 unterschiedlichen Sprachen, das weiter zu verstetigen. Übrigens, es ist immer ausverkauft. Es ist nicht nur Literatur, es wird auch zusammen miteinander gegessen. Es wird über Verkehrsthemen gesprochen, wie man mehr Verkehrssicherheit organisieren kann. Und es sind eben auch schon einige Klarheiten darüber da. Die Stadtbücherei wird auch während des Neubaus des Stadtteilhauses in einem Container weitergeführt werden. Wir versuchen die Erreichbarkeit Kördes noch weiter zu optimieren mit dem Busverkehr, die Vertaktung auf der Linie 8 wieder an den ursprünglichen Teil heranzuführen und eben die Verbindung auch nach Kinderhaus zu verstärken. Es geht um die Frage, wie wir noch mehr Sicherheit in Körde hinbekommen, noch mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Aber das Entscheidende ist, dass alle, die hier an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, ob als begeisterte Körderanerinnen und Körderaner oder eben auch als kritische, es war eine gute Atmosphäre der Achtsamkeit, des Miteinanders. Und ich habe das Gefühl, dass alle Akteure wissen, wenn alle mitmachen, dann wird dieser Stadtteil eine wirklich sehr gute Zukunft haben. Vielleicht sogar auch eine Pilotfunktion für andere Stadtteile. In dem Sinne freue ich mich auf viele weitere gute Begegnungen.